Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein Lyrik und vielen Dank am Anfang wieder an baudu.de. Die sponsern nämlich diese Folge, indem sie mir nämlich dieses Set zur Leihgabe gegeben haben. Bei denen kann man ansonsten dieses Set auch leihen, da muss man aber was dafür bezahlen. Das heißt, ich muss es leider wieder zurückgeben und ob ich das schweren Herzens tun werde, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Unboxing habe ich ja vor einigen Wochen schon präsentiert und jetzt gibt es den vollständigen Test. Und das ist, wie man dann ja weiß, schon ein gar nicht mal so kleines Set, nämlich knapp 3000 Teile, 2996 sind es genau, aber es ist auch ein stattlicher Preis, der da verlangt wird, nämlich knapp 350 Euro. Vor wenigen Wochen ist es erschienen, also sprich 2015, und es ist in der Marvel Super Heroes Reihe von Lego erschienen. Wir sehen hier die Avengers und die haben gleich mal ihr Mutterschiff mitgebracht, nämlich den Helicarrier. Und wenn wir dann so 10 Stunden gebaut haben, dann haben wir sowas hier. Kurz gesagt, 80 x 44 x 29 cm geballte Lego-Fröhlichkeit, zumindest Helicarrier-Fröhlichkeit. Und wir kennen rechts auch schon, es gibt ein paar Minifiguren, aber das ist nicht das Einzige. Es gibt auch noch Kleineres hier zu entdecken, aber da kommen wir gleich zu, während wir hier nochmal auf das entsprechende Ausstellungsschildchen zoomen. Ja, da sind sie nämlich, die 5 Minifiguren, die dabei sind. Der ein oder andere Fan der Serie erkennt sie vielleicht schon. Und das Schöne ist, es gibt auch noch so einen formschönen Aufsteller dazu. Die müssen also nicht einfach so irgendwo auf dem Schrank rumstehen. Die beiden hier, die kennt man, glaube ich, dann. Rechts auf jeden Fall, das ist Captain America. Und das andere, das ist Maria Hill. Die ist jetzt, glaube ich, weniger so bekannt. Aber gut, beide auf jeden Fall formschön geschnitten. Dass die eine Frau ist und der andere ein Mann, erkennt man spätestens daran, dass die Lippen gerötet sind. Und natürlich, dass unser Captain America immer schön sein Captain America Shield dabei hat. Wenn wir denen mal falsche Haare aufsetzen, dann hat das auch was Humoristisches. Aber sowas machen wir ja nicht. Wir sind ja ein ernsthafter Podcast. Wir würden ja auch keine April-Scherze machen. So, also, Hera wieder drauf. Schöne Minifiguren, jeweils ein Gesicht vorne und hinten. Das lässt sich doch sicherlich auch noch bei den anderen Minifiguren erleben. Wie hier zum Beispiel bei Natascha Romanova oder besser bekannt als Black Widow, gespielt von Scarlett Johansson und deswegen auch durchaus mit Oberweite angedeutet bei der Minifigur. 2 Gesichter hat sie auch, schönes wallendes Haar und eine Pistole in der Hand, so ein Blaster irgendwie. Ja, also bitte nicht zu nahe kommen. Der hier, das ist Nick Fury, beziehungsweise gespielt von Samuel L. Jackson und unschwer erkennbar. Der hat es mit den Augen, beziehungsweise eine Augenklappe, macht ihn natürlich auch nochmal besonders, bedrohlich. Bedrohlich sein will natürlich auch Hawkeye, das ist der Herr hier mit dem Flitzebogen, berühmt und berüchtigt ja auch aus dem letzten Film mit dem Spruch, auf geht's Legolas. Aber das ist eine andere Geschichte, gucken wir uns die 2 Gesichter an, einmal cool die Sonnenbrille drauf, beim anderen nicht. Ja, und die Haare gut gestylt. Da dürfte einiges an Gel drin sein. Wenig Gel hier sichtbar ist jetzt bei diesen Mikrofiguren. Damit denn die Figuren auch einigermaßen zu dem Maßstab des Modells passen, hat man noch diese formschönen kleinen Figuren dabei gelegt. Das ist nur eine kleine Auswahl. Von der Mikrofigur ganz rechts, davon gibt es nämlich 8, das sind die Shield Agents, sozusagen das Kanonenfutter. Und die anderen, ja, das sind eben unsere Stars in ganz klein. Den ich gerade eben im Finger hatte, das war Iron Man. Der hat noch drunter so ein hellblaues, rundes Lego-Steinchen zum Andeuten, dass er ja fliegen kann. Hier mal zum Vergleich, eine echte Mikrofigur sieht riesig dagegen aus. Ja, also Papa und Sohn sozusagen, Papa und Embryo sozusagen, mehr oder weniger. Das zweite nämlich von links, das ist Captain America. Daneben haben wir dann Nick Fury und Hawkeye. Ach Gott, sind sie nicht süß, die Kleinen. Süß ist auch diese kleine Ausrüstung unseres Helicarriers, wie hier zum Beispiel ein Gabelstapler. Davon gibt es gleich 2. Da erkennt man wieder die Magie von Lego, wo also mit wenigen Steinen tatsächlich ein Gabelstapler entsteht. Oder hier ein Tanklaster oder eben ein Absperrflatterband. Und wir haben noch 2 fliegende Elemente. Davon gibt es jeweils auch 3, nämlich die Kampfjets. Das sind die links. Und rechts etwas aufwendiger, das sind Quinjets, so heißen sie in der Marvel-Shield-Welt. Ja, der sieht schon deutlich interessanter aus. Und wir werden gleich sehen, einen davon, den können wir auch richtig fliegen lassen, beziehungsweise so ans Modell heften, dass es so aussieht, als wenn er fliegt. Da rechts erkennen wir es nämlich schon. Und jetzt fliegen wir nämlich selber mal um das Modell herum und gucken es mal ein wenig genauer an. Schön wieder für die eigene private, persönliche Ausstellung, dass es diese Tafel gibt. Die steht nämlich am Ständer für das Modell. Das erkennen wir hier, dass es da auch
auf diesen ja, Ständerteilen ruht, damit es ein wenig abgehoben ist, damit wir eben wirklich zu Hause sagen können, schau mal, da können wir jetzt mal Eintritt nehmen. Dann vier solche Rotoren haben wir an den Seiten, jeweils ausgerüstet, oben und unten mit solchen Rundelementen. Da werden wir auch sehen, die drehen sich tatsächlich. Und so ein paar hellblaue, transparente Steine drumherum, damit das Ganze auch futuristisch und cool aussieht. Da sind wieder unsere vier Mikrofiguren, Nanofiguren, wie auch immer man sie nennen möchte. Und wir erkennen hier, die vier entsprechenden Ecken sind recht ähnlich. Dann schauen wir mal weiter dem Helicarrier unter den Rock. Und da sehen wir so Transparentelemente. Da kann man, wenn man will, später Licht einbauen. Ja, und da fliegt einer von unseren Quinjets jetzt an so einem transparenten Stab. Den kann man dann da reinklicken. Sind aber da eben auch noch zwei weitere und drei Kampfjets. Die können wir auf der Landebahn dann platzieren. Diese Landebahn, die ist zusammengesetzt aus entsprechenden größeren Platten. Da kennen wir jeweils auch die entsprechenden Sollbruchstellen, beziehungsweise da, wo das Ganze dann eben zusammenklickt. Und dann haben wir hier noch eine Kommandokapsel oben. Da sehen wir auch zwei Shield Agents, die da schon mal Platz genommen haben. Das ist draufgesetzt mit auch so zum Beispiel hier so eine Satellitenschüssel und. Ja, theoretisch können wir wahrscheinlich jetzt irgendwie das Dach da noch abknibbeln. So viel ist da aber mehr auch nicht drin zu entdecken. Aber wir haben, wie man auch sieht, zwei Lande- und Startbahnen. Eine große unten und eine zweite so schief draufgesetzt oben. Da sind dann auch noch ja, ein paar Rollen und ein paar Kisten, so soll das wohl sein, die da gestapelt sind. Man weiß ja nie, wo man sie nochmal braucht. Antennen zum Beispiel auch und sicherheitshalber auch nochmal so Absperrgitter. Naja, nicht überall, also lieber vorsichtig an Deck sein, nicht, dass da noch ein Unglück passiert. Da haben wir dann wieder diese Drehelemente mit den schönen hellblauen Steinchen auch drumherum und da haben wir den vierten davon. Ja, sieht doch schick aus und ist insbesondere ja auch groß. Und hinten erkennen wir dann noch den Antrieb. Ja, hat so ein bisschen was von Star Wars, finde ich. Diese großen Antriebs-, ja, wie soll man sagen, Raketenantrieb oder was auch immer das ist. Und eine Kurbel, die wird gleich nochmal in Aktion treten. Wo eine Kurbel ist, da kann man auch drehen und das wird dann auch gleich nochmal passieren. Ja, diese Antriebe hier hinten, die können auch noch ein bisschen wackeln. Die sind nur reingeklickt und aufgehängt an so einem entsprechenden runden Lego-Steinchen. Da erkennen wir es gerade. Das heißt, wenn wir wollen, können wir die also noch leicht nach links und rechts verschieben und verdrehen. Ja, also macht doch ordentlich was her. Hat auch ordentlich Gewicht. Also wenn man es hochhebt, sollte man auch nicht zu lange damit rumlaufen. Sonst gibt es dann irgendwann Lego-Bruch. Und gut, dann ist es eine neue Herausforderung. Ja, also fahren wir nochmal längs und gucken wir nochmal von der Seite. Da entdecken wir jetzt nicht so viel überraschend Neues von der anderen Seite. Dafür vorne hier noch so, was sind das vielleicht, Laserkanonen oder sowas. Und da sehen wir wieder die Plastikfensterscheiben, wo, wie gesagt, dann das Scheinwerferlicht rauskommt, wenn wir noch ein paar Euro in die Hand nehmen und das entsprechende Set noch nachkaufen, das Motorisierungsset von Lego. Jo, also, schönes Teil so schon mal. Gehen wir noch mal ein paar Sachen detailliert an, wie zum Beispiel hier hinten die Kurbel. Da habe ich ja schon versprochen, wenn man kurbelt, passiert was. Und wir erkennen schon an den Schatten, da dreht sich was. Nämlich, ja, für die meisten keine Überraschung, tatsächlich diese Rotoren. Da kann man sich aber einen Wolf drehen. Das Ding hebt nicht ab, befürchte ich. Also, ja, da kann man jetzt auch nicht zu viel von erwarten. Es sieht aber immerhin, weil es ja so schön hellblau ist und ein paar Schatten wirft, auch ganz nett aus. Und ein paar Minütchen kann man da gerne mal kurbeln. So richtig ganz flüssig ist es nicht, aber dafür soll es ja auch nicht sein. Und wir können ja notfalls auch noch den Motor einbauen. Dann wird das sicherlich schon deutlich flüssiger. Hier sehen wir es nochmal aus der Nähe und da oben erkennen wir dann auch die entsprechende Achse, die sich dreht und da gibt es dann im Innern noch so einen Umlenker mit Zahnrädern, damit dann auch die Kraft von hinten nach vorne wandert. Dann kann man auch nochmal reingucken, beziehungsweise erstmal zeige ich mal, wenn man es mal transportieren will, dann kann man zumindest ein paar Sachen relativ einfach ohne weiteres Bauen dann auseinandernehmen, nämlich insbesondere die zweite Start- und Landebahn, die kann man, wenn man das entsprechende Häuschen da abnimmt, einfach abnehmen. Das ist einfach nur so reingelegt, sodass also da durchaus die Möglichkeit besteht, einfach mal mit dem Modell umzuziehen. Spannender ist da schon diese Klappe vorne. Wir machen hier mal frei. Das können wir nämlich auch noch aufmachen. Und da drin, da befindet sich nämlich jetzt die Kommandokapsel. Da darf man sich nur leider nicht zu viel drunter vorstellen. Das ist einfach nur, ja, so ein paar angedeutete Bildschirme und ein Aufkleber. Aber immerhin erkennen wir da schon mal diese Umlenkrollen bzw. die Zahnräder, die die Kraft dann von A nach B transportieren.
Dies hellblaue, wie gesagt, das soll Bildschirme darstellen. Und da können wir theoretisch jetzt unsere ganze Armada an Shield Agents hineinstellen. Drei unserer Helden haben da in der Kommandoebene oben schon mal Platz genommen. Ja, also beeindruckend ist was anderes, aber es ist immerhin da und man kann mal reingucken. Und das Schöne ist, man kann es natürlich auch wieder zumachen. Da fand ich ja den Kommandoraum zum Beispiel vom Sandcrawler doch deutlich beeindruckender. Naja, aber da war der Maßstab ja auch nochmal ein anderer. Wir sehen hier nämlich vorne, da ist nichts, aber da kann zumindest dann zum Beispiel eben die Lämpchen reingeklickt werden, damit wir dann schönes Licht nach vorne produzieren können. Und ich sagte ja schon, wo auf ist, da ist das zu nicht weit. Einfach nur das Element wieder reindrücken, vorne bei der Startbahn dieses Teil ein bisschen hochheben, wieder zuklicken, fertig. Und um zu beweisen, dass tatsächlich ein Ständer dabei ist und das Ganze nicht festgewurzelt bzw. festgenoppt ist, hier der Beweis, also raufgehoben und schon ist der Ständer nackt. Wenn wir schon bei nackt sind, gucken wir hier auch nochmal nach unten. So sieht das Modell von unten aus. Wenig spektakulär. Ja, also gut. Man wird ihn nicht auf den Kopf, glaube ich, irgendwo hinstellen. Das wäre doch sehr schade drum. Ein Anleitungsheftchen gibt es natürlich auch noch dabei, beziehungsweise das kann man schon eher als Buch bezeichnen. Ich glaube, so ein Otto-Katalog früher hatte ähnlich viele Seiten. Und dann kann man mit 12 verschiedenen Schritten, also 12 Tütchenkombinationen gibt es da nämlich, Schritt für Schritt das Ganze bauen. Am Anfang fängt man dann mit dem Aufsteller an, am Ende hat man dann noch die kleinen Teile, die auf das Modell positioniert werden, mit insbesondere eben den Kampfjets und den Quintjets. Und am Ende der Anleitung gibt es nicht nur Hinweise, wo ich was entdecken kann. Gut, das habe ich beim Bauen mir wahrscheinlich auch schon gedacht. Sondern auch der Hinweis, wie ich das Ganze jetzt eben motorisiere. Dazu brauche ich einen Akku, dann noch den kleinen Motor und zwei Lämpchen. Und dann wird gezeigt, wie es eingebaut werden soll. Nämlich hier da an der Kommandokapsel sozusagen vorbeigehen die Kabel. Dahinter ist der Akku mit dem kleinen Motor, der dann eben mein Kurbeln ersetzt. Und vorne, hier sehen wir es nochmal, da sollen dann die kleinen Lampen rein, damit wir auch Licht haben und Scheinwerfer vorne angedeutet sind. Ach ja, ich hatte es ja schon befürchtet. Wenn das Teil erstmal zusammengebaut da steht, dann finde ich es vielleicht doch toll. Und ja, es macht was her. Das ist schon ordentlicher Wumms, den man da hat. Und erst recht gibt es auch durchaus einiges zu entdecken. Gerade diese kleinen Teilchen hier, die nur so aus wenigen Teilen zusammengesteckt sind. Und auch diese Nanofiguren, die sind schon richtig nette kleine Gadgets. Bis hin zu unserem fliegenden Modell hier vorne, dass man sich an sowas auch noch dann rangewagt hat. Und endlich gibt es auch wieder ein Schild davor. Das hatte man beim Sandcrawler ja zum Beispiel nicht dabei. Aber ja, 100 Euro weniger und die Motorisierung schon dabei, dann wäre es ein großer Deal gewesen. So finde ich es eigentlich zu teuer dafür. Es ist zwar Avengers, man muss dann natürlich die Lizenz mit einplanen, aber das ist trotzdem schon ziemlich viel Geld für dann doch nur eben ein Lego-Modell. Und meines Erachtens wäre auch noch ein bisschen mehr hier in der Kanzel möglich gewesen. Was da drin ist, also die Geheimnisse sozusagen dieses Lego-Modells, die sind doch eher platt. Ja, so ein paar Steinchen da drin, so ein paar Displays, die angedeutet werden, ein Aufkleber, da wäre auch noch mehr drin gewesen. So gesehen also ein paar Abzüge und dann gibt es von mir immerhin noch 8 Punkte. Ich darf jetzt mal wieder einige Nächte drüber schlafen, ob ich nicht vielleicht doch das Modell haben will, behalten will. Ansonsten auf jeden Fall schon mal vielen Dank an baudu.de wieder, dass ich denn den Bauspaß auf jeden Fall hatte und dann auch jetzt den Auseinandernehmen-Spaß. Das Leben ist eben kein Zuckerschlecken, erst recht nicht als Lego-Fan. Das war's dann für heute. Wir hören und sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Ach, eigentlich ist er ja doch schon. Ach, ja. Naja, mein Schatz. Ah, das hatten wir, glaube ich, den Gag hatte ich schon mal. Also, bis denn. Tschüss. Ich lasse noch mal drehen hier. Ob ich dann vielleicht doch... Ich glaube, das hat so was Hypnotisierendes. Kauf mich. Kauf mich. Oh. Tschüss.